unterschiedliche Präsentationen gehört und wir haben natürlich den selbstgesetzten Zeitraum schon ein bisschen ausgeschöpft, aber wir werden noch eine gute Stunde vielleicht darüber diskutieren können, wo die springenden Punkte dieser vier oder fünf Bartbilder, die wir heute Abend kennengelernt haben, liegen. Und ich denke, es ist so eine Schnittmenge gewesen, dass sich ein Nachdenken über die Stellung des Literalsinns zunächst mal abgezeichnet hat. Das war so eine Diskurslinie an den beiden Sitzungen heute Morgen und heute Nachmittag, dass vor allem Gerhard Poppenberg mit einer zunächst merkwürdig sich ausnehmenden Insistenz sagte, aber das Hochwasser war doch wirklich da. Oder, aber es gab doch genau diese Situation in der Entwicklung des Kinos vom Stummfilm zu den bewegten Bildern, wo andere gesagt haben, aber das ist möglicherweise nicht der Punkt in diesem Text. Und mir ist jetzt deutlicher geworden, wie in deiner Interpretation des mythentheoretischen Teils diese Ernstnahme des Literalsinns ein zentrales Thema betrifft, weil die Alternative zu der Nicht-Ernstnahme des Literalsinns genau diese Weltlosigkeit ist, die du als Phänomen ja zeichentheoretisch ganz produktiv plausibilisiert hast. Ja, also diese Weltlosigkeit, ihr zu entkommen, muss man diese Leerstelle immer neu mit Sinn füllen und muss darauf bestehen, dass es diese Res Gestae wirklich gegeben hat. Nun ist unsere, das betrifft auch deinen Vortrag, Melanie, denn im Grunde könnte man jetzt ein bisschen flapsig sagen, das Ziel des Vortrages war doch wohl auch zu zeigen, dass Barth, wenn er deinen Vortrag gekannt hätte, niemals diese Skizze geschrieben hätte. Weil sich plötzlich in überraschender Weise zeigt, dass das, was er als Mythologem zu entpuppen trachtet, mit der historischen Wahrheit übereinkommt, indem die Römer immer schon genauso akzentuiert gedacht haben, wie Barth es dann in seiner Skizze am kleinen Bürgertum lächerlich zu machen versucht. Das heißt, die Kritik von Barth geht ins Leere. Jetzt könnte man in einer übelwollenden Lektüre könnte man sagen, das ist eine, da ist eine gewisse positivistische Grundhaltung. Aber ich glaube, das ist nicht die Intention. Nein, das ist nicht die Intention. Das ist nicht die Intention gewesen, zu sagen, so ist es wirklich gewesen. Aber es ist natürlich hochwitzig zu sehen, wie diese Kritik ins Leere geht. Wenn, ich finde gar nicht, dass nein? Das Leere geht. Das ärgert mich wahnsinnig. Die Barth-Kritik ins Leere. Nein, die Barth-Kritik geht nicht ins Leere. Natürlich geht sie. Warum? Melanie, das ist your job. Ja, genau. Also die geht hier nicht ins Leere. Das war schon die Pointe. Also sie geht insofern ins Leere, als er nicht, vielleicht, weiß nicht, interessiert ihn. Also ich will nicht sagen, dass er es nicht kennt, dass er sieht, dass diese Art von zeichenhafter Unentschlossenheit durchaus auch vorhanden ist. Aber sie geht eben nicht ins Leere, weil sie ja am Film zeigt, dass er diese, dass er die Entscheidung nicht sucht, ja, dass der Film im Flachen bleibt, dass der Film eben Zeichen und Signifikat verwechselt. Und das tut die römische Semiose hier nicht. Also im Grunde ging es am Ende ja schon darum, die Kritik auch erst in einem ersten Schritt etwas zu deeskalieren, aber dann doch auch zu affirmieren. Ja? Das war im Grunde als Klimax auch angelegt. Sie geht nicht ins Leere. Also das würde ich schon sagen. Ich habe aber trotzdem ganz kurz, wenn ich jetzt gerade das Wort habe, mit den Res Gestae, auch aus diesem Grund, aus einer nicht-positivistischen Attitüde heraus, große Probleme. Ich gehe mal, ich habe hier irgendwie mit diesem Mikro... Das ist, ich muss sagen, die Berliner Mikros. So, das ist nämlich der Grund. Ja, das musste jetzt kommen. Ja, nein, die sind schlechter. Moment, ich musste schlechter, die ich kenne. Okay. Da musste ich letzte Woche, ach Gott, ich schon die Zukunft verwechsel hier, immer ganz nah rangehen. Und diese Haltung habe ich jetzt noch drauf. Brauche ich hier gar nicht, bin ich frei. Also mit den Res Gestae habe ich wirklich meine Probleme, weil diese Res Gestae ja, also die, sie sind ja vorgängig, sie sind uneinholbar und sie waren das auch immer schon. Auch als Gattungsbegriff waren die immer Anzeichen dafür, dass sie nur über einen... allenfalls über einen Literalsinn und dann auch nur in symbolischer Weise eigentlich einholbar sind. Ja? Diese Distanz ist ja unaufhebbar. Insofern finde ich es erstaunlich, dass jetzt hier Realität, Wirklichkeit, was ja auch nochmal was Verschiedenes ist, und Res Gestae so... Ja, mich reizt es jetzt ungemein, den Kasus Poppenberg-Finken aufzumachen. Ist die Realität der Kölner Domplatte für dich uneinholbar? Ich habe den theoretischen Punkt verstanden, aber... Versteht man nicht umgekehrt auch den Poppenbergschen Punkt, der darauf insistiert, dass es da eben schon eine Faktualität, eine Ereignishaftigkeit, wie immer wir das nennen,
des Gewesenen gibt. Natürlich kann man als Semiotiker sagen, das ist uneinholbar, das ist nicht vermittelbar, es ist ein Mythologem. Natürlich, ne? Also ich glaube, das betrifft ja ganz elementar den Streit um dieses Interview und den Streit um diesen Artikel, der darüber entstanden ist. Wie würdest du dich da positionieren? Ja, das finde ich toll, dass ich jetzt die Domplatte an der Backe habe, obwohl ich überhaupt nichts darüber gesagt habe. Ja, klar. Also ich finde, ja, ich würde, also das, was ich gesagt habe, ich würde ja nicht unbedingt der Prämisse nicht zustimmen, dass Poppenbergs intelligenter Vergleich dieser beiden, also das, was der Bach-Text macht und das, was Barbara Finken da gesagt hat, dass das auf einer Ebene steht. Ich würde der Prämisse nicht zustimmen und deswegen entziehe ich mich jetzt hier in pseudo-Bachscher Weise der Beantwortung der Frage und sage, nein, das gilt nicht dafür. Da gibt es eine Faktizität, die zumindest unter gewissen Bedingungen auch einholbar ist. Und schließlich ist der Literalsinn nur der Literalsinn und es kommen noch der allegorische, der moralische und der anagogische Sinn, auf den die anderen Redner doch etwas mehr Wert gelegt haben. Also vor allem im letzten Vortrag von Barbara war das sehr, sehr, sehr stark, die anagogische Seite. Habe ich dich richtig verstanden? Ich will jetzt nicht alles nur mal andiskutieren, ich möchte einfach, dass alle ins Gespräch kommen. Habe ich dich richtig verstanden, dass Barth der idealtypische Fall eines Intellektuellen ist, dem es gelingt, das Antimoderne im Modernen zum Ausdruck zu bringen? Ich will jetzt nicht den Begriff der Authentizität gebrauchen, aber könnte das eine authentische, halbwegs authentische und überzeugende Konstruktion sein, wie man im 20. Jahrhundert avancierte Theoriebildung, avancierte Écriture betreiben kann, eben im Ausgleich will ich sagen, Versöhnung von Antimoderne, babylonischer Antimoderne, wie du gerne sagst, und Moderne. Puh, das ist irgendwie wirklich eine große Frage. Ich könnte das mal unter dieses Motto stellen, nie ohne meine Mutter. Das ist mir nämlich schon seit längerer Zeit aufgefallen, dass das eine sehr starke, durchgehende Konstruktion nicht nur bei vielen Schriftstellern, sondern natürlich auch bei fast allen Modemachern ist. Ja, und dann habe ich eigentlich erstmal, interessiert mich das praktisch, dieses ödipale Schema. Dieses ödipale Schema wird in diesen Momenten immer anders gefasst, nämlich immer als ein marianisches Schema. Das fände ich erstmal als Befund interessant. Das hat ja noch nie einer bei Barth gesagt und bei Flaubert auch nicht so. Ja, das heißt, ich finde unheimlich interessant diesen Zusammenhang der Wiederkehr eigentlich eines durch den Ödipus-Komplex abgelösten Schemas, jedenfalls wird es so gefasst, was dahinter die psychoanalytische Realität ist, ist ja nochmal eine zweite Frage. Ja. Ne? Das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Was mich aber daran interessiert, ist das antimoderne Moment daran wäre für mich, das ist anti-aufgeklärt, es ist anti-bürgerlich, es ist anti-Eigennutz. Ja. Es geht wirklich nochmal auf Spätformen eigentlich von Opfer, auf ekstatische Spätformen. Es geht nicht auf Subjekt, es geht nicht auf Selbstkontrolle, es geht gegen den modernen Subjektbegriff und ich glaube schon, wenn man einfach wenn, wie soll ich das sagen, welthaltig oder einfach empirisch ist es sehr interessant, dass diese Figur, also kann man auch sagen Brot und Wein, ja, man verwandelt sich selbst in das Buch, also das Schreiben als Opfer und das in diesem spezifischen Zusammenhang zwischen einer schwul, orientalisch und selbst verworfen artikulierten Kultur mit dieser absolut subliben Mutterliebe. Ich habe das auch noch gar nicht zu Ende gedacht, aber interessant finde ich es schon. Ist die christologische Grundstruktur Teil des Modernen oder Teil des antimodernen Komplexes? Antimoderne natürlich. Ja, habe ich mir gedacht. Das ist ja klar. Deswegen frage ich hier danach. Aber darf ich nochmal auf Herrn Poppenberg zurückkommen? Weil was ich da an diesem Argument absolut nicht verstehe und was ich natürlich selbstverständlich nicht teilen kann, ist dieser Vorwurf der Weltvergessenheit. Nämlich, das ist doch gar nicht die Frage, dass die Welt vergessen ist. Die Frage ist doch, wie komme ich an die Welt, ohne Zeichen ran? Und der Literalsinn ist ja auch immerhin ein Sinn. Ja? Das heißt, die Frage ist doch gar nicht, what's the real thing and where's the fact? Die Frage ist doch eigentlich, wie wird der Fakt erschaffen, wie wird er konstruiert? Und das heißt, also um es ganz primitiv zu sagen, es gibt Männer und Frauen, klar, aber die Frage, das ist auch klar biologisch verschieden, aber die Frage ist doch, was bedeutet dieser Unterschied für uns? Es steht ja gar nicht in Frage, dass in Köln, auf die Domplatte zurückzukommen, Frauen von vermutlich nordafrikanisch, vermutlich Männern tunesischen Ursprungs, vermutlich in einer Gangrape-artigen Szene in der Silvesternacht
auf die schlimmste Weise, nicht bis zur Vergewaltigung übrigens, soweit ich erinnere, gibt es keine einzige Vergewaltigungsanklage, aber coming close to that, also in einer extrem sexuellen Aggressivität angegangen, beraubt und so weiter sind. Wer das bezweifelt, ist ja irgendwie ein Vollidiot, weil das ist ja Fakt. Ja? Das wird ja kein Mensch bezweifeln. Die Frage ist ja nur, was gibt diesem Moment, wobei, sagen wir mal, die sexuellen Straftaten sind auf jedem Oktoberfest höher und die Anzeigen sind auch höher, was gibt jetzt diesem Ereignis diese spezifische Prägnanz? Ja? Und da kommt eben das rein. Darf ich, wenn ich das nochmal so sagen, ciao. Also was gibt diesem Moment diese Prägnanz? Und da geht es um Mythenbildung. Und da geht es natürlich auch um Ideologie, um Einsatz von Ideologie. Und da geht es auch nicht um Rive Gauche und irgendwelches blödes Rumgerede, sondern geht es um ganz klare Opfer, um Hetze, um Volksverhetze, um Hassrede, um Sachen, die ich nicht besonders toll finde. Und zwar deswegen, weil sie Realität sind und weil sie Realität schaffen und weil sie Realität verändern. Und ich rede darüber auch, also wie Bach, glaube ich auch, nicht weil ich das jetzt irgendwie besonders schick und intelligent finde, darüber zu reden. Ich finde das ehrlich gesagt ziemlich anstrengend, würde da lieber nicht drüber reden, weil ich auch schon besser finde, dass das gar nicht passiert wäre. What? Shit happens. So you have to face it. Yeah? Und das finde ich ist, und das ist doch kindisch, sich hinzustellen und zu sagen, hey, I want more reality. Hey, hello, jeder will mehr Welthaltigkeit. Das Problem ist ja, sie ist nicht unbedingt zur Hand. Ne? Ich habe dein Interview nicht gehört, aber mir scheint, dass das Problem darin liegt, in dem, was wir heute auch in diesen Textanalysen beobachtet haben, dass es sehr, sehr schwer ist, wenn man mit der mythokritischen Grundhaltung herantritt, eben das Mythopoetische zu vermeiden. Und ich glaube, dass die Auffassung, die man sich hinterher davon gebildet hat, ich kenne es nur aus der Presse, die ist, dass hier gewissermaßen eine neue Mythologie über die kritisierte alte Mythologie gelegt wurde. Und diese neue Mythologie ist eben in diesem messerscharfen Bild der milchweißen Frauen und der schwarzen Leiber festgehalten. Und das schafft eben dann neue Fluktuationen von Bildern, die eigentlich nicht der Aufklärung des Geschehens im ganz streng rationalen Sinne. Das war ein Bild von Fokus. Ja. Und Süddeutscher. Ja, das ist nicht mein Bild. Ja, siehst du? Und davor war es ein Bild der Rechtsradikalen, wie heißt diese komische Partei da, AfP oder wie die da heißen, AfP. Keine Ahnung. Haben die doch irgendwie gesagt, unsere blonden Frauen, dann haben sie auch noch gesagt, unsere roten und den anderen. Ja. Und dann so. Ich meine, das ist alles Zitat. Ja, ja, das ist ich zitiere den Mythos, der floated. Ja, ja. Ja, ja. Ganz, ganz interessant. Und Bach macht das übrigens. Ganz interessant. Das natürlich nullig und Bach. Ich find's aufregend, dass wir jetzt ein Fallbeispiel diskutieren, ja. Ein Fallbeispiel, das möglicherweise viel ernster ist als die meisten der Beispiele, die wir heute besprochen haben. Deshalb habe ich das ja mit dem sozusagen doppelt belichtet vorgestellt. Einmal mit dem Bild aus den 50er Jahren und einmal mit dem jetzt kursierenden Bild aus der Gegenwart. Ja. Und natürlich geht es um the real thing. Wenn es um irgendwas geht, dann geht es um das Reale. Das wollen wir doch mal festhalten. Und dass das Reale schwer zu greifen ist, und dass es fast immer nur durch Zeichen vermittelt ist. Ich meine, das ist jetzt für den Kulturkreis nun wirklich hinreichend durchdiskutiert. Das ist eine Frage des Satzbaus, wie es beim Wendt heißt. Ja? Aber deshalb sage ich ja, das ist man kann das sehr gut zeigen, diskursgeschichtlich, wie sich das von einer bestimmten Auslegung des Cours de Linguistique General durch die Strukturalismen der 50er und 60er Jahre hindurchzieht und dann dadurch dazu führt, dass wir uns heute in so einer fröhlichen Affirmation des Gegebenen eingerichtet haben, obwohl der Verblendungszusammenhang natürlich heute mindestens so groß ist, wenn nicht noch größer ist. Aber wir haben uns, und da sind solche Kulturkritiker wie Roland Barthes oder Umberto Eco, wäre auch so einer, die uns gelehrt haben, man muss nicht immer nur Proust lesen, man kann auch mal Ian Fleming lesen. Das ist auch toll und das ist auch Kultur, auch da wohnen Götter. Das hat dann irgendwann dazu geführt, der erweiterte Kulturbegriff und der erweiterte Literaturbegriff, das ist doch alles 70er und 80er Jahre. Das müssen wir doch heute nicht mehr verteidigen. Ich frage mich eher, was ist sozusagen der Mythos, der sich auf der Basis dieser Ideologiekritik, die ja wirklich auch mal vielleicht kritisches Potenzial gehabt hat, herausgebildet hat. Und da schien mir
diese Position. Man kann sich sozusagen in der kritischen Haltung ganz gut einrichten und dabei ist diese kritische Haltung nichts anderes als ein Teil des Verblendungszusammenhangs. Hm. Was jetzt auch keine besonders intelligente Beobachtung ist, aber es ist, vielleicht kann man diese Schraube immer nur eine Drehung weiterdrehen und the real thing ist nicht so ganz leicht zu erreichen. Aber ich dachte wenigstens, also Lacan war jemand, der gedacht hat, doch, darum geht es. Ja, aber der hat auch gesagt, man kann es nie erreichen, außer in der römischen Barockkirche und das war ein Witz. Das war ein Witz, da hat ja schon die heilige Theresa mit gemeint. Genau. Eva Gollen hat uns eben auf die Ausweitung der Kampfzone, also Adorno gegen Barth hingewiesen, wie plötzlich eben das Populäre kulturkritikfähig wurde. Ne? Ich fand das sehr, sehr spannend, weil diesen Vergleich hat man jetzt wenigstens heute noch nicht gezogen. Adorno, dessen Minima Moralia noch oft zitiert werden, der aber irgendwie so in eine, für Barth eine unterbelichtete Stelle ist, ne? für seine Mythokritik eine untergeordnete Rolle spielt, für uns aber doch ein kanonischer Text ist. Na, was interessant von den amerikanischen Erfahrungen und amerikanischen Perspektivierungen, Adorno gegen Benjamin zu hören. Und vielleicht könnten wir uns darüber noch mal kurz verständigen. Ja? Also auch die Minima Moralia sind ja ein Text, der durchaus in die Niederungen der Alltagskultur dann und wann auch hinabsteigt, ne? Aber mit einem ganz anderen Gestus, als Roland Barth dies tut. Eben nicht mit dieser ganz stilsicheren Eleganz, die eben Barths Positionierung in diesen kulturkritischen Alltagswelten auszeichnet, ne? Darüber hat man viel zu wenig gesprochen heute. Also ich bin eigentlich mit Herrn Pornberg in vielem d'accord, ja? Aber ich wollte ja sagen, ich habe früher auf eine Weise dieses Verhältnis gelesen, nämlich Barth zeigt uns, dass Popkultur intellektuell kritikwürdig und fähig ist, während Adorno macht verquälte Ideologiekritik und wenn es an Popkultur geht, hat er nichts zu sagen. Und heute würde ich sagen, dass in den Minima Moralia bestimmte philosophische Probleme, zu denen zum Beispiel die Frage gehört, wer spricht? Ja? Wer ist das Subjekt dieses Textes? Wer ist der Mythenkritiker? Wer entlarvt wen? Ja? Dass da mehr darüber nachgedacht worden ist, als bei Barth darüber nachgedacht worden ist. Aber im Unterschied zu Herrn Popner würde ich sagen, dass ich eben insistieren würde auf einer ziemlich radikalen Differenz zwischen der protostrukturalistischen oder strukturalistischen Theoretisierung und des semiotischen Systems, was diese Mythentheorie angeht, die ich auch nicht für besonders überzeugend halte, und dem, was er eigentlich in den Miniaturen selber macht. Und in den Miniaturen, das haben wir eben heute gesehen, erreicht die Ambivalenz einen Komplexitätsgrad, der das, was in der Theorie gesagt wird, eigentlich übersteigt. Ja? Ja. Und dann sieht man dann auch wieder, sozusagen von da aus kann man dann nochmal, also heute scheint mir Adornos Minima Moralia, was die philosophische Konzeption oder die kritische Reflexion angeht, eigentlich ein Stück weiter als Barth in dem Text über den Mythen. Aber schöner sind Barths Texte natürlich allemal. Ja? Man muss schon lange suchen, bevor man in Minima Moralia einen schönen Text findet. Aber diese Schönheit ist natürlich auch eine gewisse, das haben wir ja heute auch gesehen, das übt einen Reiz und eine Verführung aus, die uns eben über bestimmte Widersprüchlichkeiten im schlimmsten Falle hinweggleiten lässt, im besten Falle uns auf solche Schwierigkeiten stößt, die in der Theoretisierung eben nicht da sind. Es ist unglaublich schwer, Barths Texte kritisch zu lesen. Wir haben im Seminar immer die Erfahrung gemacht, dass wir, wenn wir abends auseinandergingen, dann oft so Sätze fielen wie, haben wir ihn heute wirklich kritisch gelesen? Das ist ja dieser Ehrgeiz, Barth eben nicht affirmativ zu lesen. Es ist schwer, den Gedanken zu erkennen, aber diesem Gedanken dann nochmal auf der Ebene einer Kritik der Ecriture zu begegnen, das ist ein hoher Anspruch, den muss man versuchen einzulösen, um wirklich etwas über diesen Text sagen zu können.
Und da bin ich auf der Seite von Eva Gollen, die sagt, dieser mythentheoretische Anhang ist hochinteressant, aber man gewinnt den Eindruck, dass eben in der Praxis der Kulturkritik auch theoretisch am Ende vielleicht mehr und auf jeden Fall schillernderes geleistet ist als in der Mythentheorie. Wobei deine Erklärung eben der Besonderheit dieses mythentheoretischen Anhangs mir doch Lust auf eine neue Lektüre gemacht hat, weil die Dinge dann doch wieder so ins Offene gerückt wurden, dass man damit vielleicht dann im Kontext der zeitgenössischen Theoriebildung wieder arbeiten kann. Ne? Das hatten wir heute in den Nachmittagssitzungen eher bezweifelt, aber die Sache ist wieder etwas offener geworden, würde ich sagen. Ne? Also durch diese sehr nüchterne Positionierung dessen, was dort begrifflich kategorial geleistet wird gegenüber den klassischen Hermeneutiken und Rhetoriken, aber auch gegen dem, was die Zeitgenossen geleistet haben. Ja, gerne. Genau, zwei kleine Fragen anschließen. Einmal, geht es dann vielleicht jetzt auch speziell in diesem Vergleich Adorno und Bacht, weil jetzt auch viel vom Schönen die Rede war, geht es da auch um so eine Art Unterschied zwischen Delectatio, dem Ästhetischen, und Prodesse, ja? Gerade vielleicht auch, was die Möglichkeit angeht, Realität sich ihr anzunähern, sie zu beschreiben, zu versuchen. Und die andere Frage richtet sich speziell an Eva Gollnermann und auch an Jürgen Schwind. Was das Vortheoretische, also die vortheoretischen Bestände, also dieses Proto, ja, du hast auch viel von Proto-strukturalistisch, hast du gerade nochmal gesagt, und Proto-kulturwissenschaftlich, und dann erinnere ich mich wieder an das Dabor von heute Morgen bei Herrn Haas, ob ihr vielleicht noch ein bisschen was zu diesem Pro sagen könntet. Ja, zum Proto zuerst. Ja, also diese Postulation der Beschäftigung mit dem Anarchischen. Also ich bin weiß Gott nicht der Erste, der das in diesen Tagen fordert, sondern Leute wie Jahraus, der junge Germanist an der Universität München, hat vor einigen Jahren eben versucht, eine Dubrovnik-Tagung zum Problem der Intuition des Vortheoretischen zu machen. Das läuft an verschiedenen Universitäten. Da besteht wenig Hoffnung auf Unterstützung. Diese Überlegungen knüpfen sich an die späteren theoretischen Texte von Roland Barthes an, mit diesen flottierenden Signifikanten, mit diesen kaskadenförmig sich aufbauenden Bedeutungsverweisungen. Also das sind ja wirklich die Texte, die den stärksten Eindruck im Blick auf das Vortheoretische hinterlassen. Da werden eben Dinge plötzlich in eine Theoriezone gerückt, die seriöserweise bis dahin nicht in die Nähe eines theoretischen Denkens gekommen sind. Und ich will da ein Beispiel geben, das war der letzte Text, den ich so oft eben im Französischen und im Deutschen zitiert habe. Und der Text steigt ein mit einer Überlegung, die da heißt, wenn man sich eine Ästhetik der Textlust vorstellen könnte, müsste sie das laute Schreiben einschließen. Und er postuliert dann die Kunst eines vokalen Schreibens, das kein Reden ist. Das ist eine Rede, auch gewissermaßen ins methodologisch Leere hinein. Das ist eine Imagination, das ist methodologisch überhaupt nicht einlösbar. Das ist die Fantasie einer Methode. Hier werden eben experimentell, hochexperimentellerweise werden hier Methoden und Verfahren postuliert, wie die des lauten Schreibens. Es gibt ein lautes Lesen, aber gibt es ein lautes Schreiben? Und am Ende landet er bei der Vokalität des menschlichen Stimmapparats, dass er dem tierischen Maul annähert. Das sind ja diese Dinge. Das hat ein bisschen Nietzsche nachempfunden. Das hat was Nietzscheanisches, aber Nietzsche war so brutal eigentlich auch nicht. Ja? Nicht in der Artikulation dessen, was ihm vortheoretisch vorschwebte. Und das finde ich sehr avanciert. Und ich glaube, wir haben einen Grund, das eben auch zum Gegenstand der wissenschaftlichen Behandlung zu machen. Ottmar Etter hat das ja schon in den Anfängen getan. Es gibt ja einen schönen Kommentar zu der Lust am Text, aber ich glaube, dabei darf man nicht stehen bleiben bei der Kommentierung, sondern man sollte auf der Vollständigkeit der wissenschaftlichen Beschreibung dessen bestehen, was passiert, wenn wir schreiben, wenn wir lesen, wenn wir denken. Und da gibt es ganz viele Unreinheiten, Immunitäten, die noch nicht aufgeklärt sind, die eben nicht für förderungswürdig erachtet werden. Die Erfahrung habe ich in all den Jahren immer wieder gemacht, dass man ganz... Ich finde es mittlerweile gar nicht mehr witzig, es tut mir leid, dass ich da ein bisschen empfindlich bin. Ich meine, das sind gewisse Zumutungen in den theoretischen Fragestellungen, aber auch diese Zumutungen dürfen sich dem Raum der Aufklärung nicht entziehen. Die muss man systematisch angehen. Wir haben das mal versucht im Falle der Intuition. Das waren sehr ins Unreine gedachte Dinge.
Aber da muss man, glaube ich, weitermachen und da ist so gewissermaßen der Padre Pio dieser Forschung ist Roland Barthes. Ja? Der arme Roland Barthes, ja. Aus aktuellem Anlass. Ja. Vielleicht muss ich jetzt doch mal etwas wieder den Stachel löcken, damit das nicht allzu einheitlich wird. Also eine Replik auf dich, Melanie. Ich meinte protokulturwissenschaftlich damit unseren meinen Irrtum bei der Lektüre der 80er Jahre geglaubt zu haben, hier hätte ich erstens Adornos Gesellschaftskritik und zweitens popkulturelle Gegenstände. Und insofern protokulturwissenschaftlich, so wird es auch oft noch rezipiert, das war Klassiker der Kulturwissenschaften, ich bin mir nicht sicher, dass das darin aufgeht. Jetzt nochmal zur Frage der Intuition, der Leidenschaft, auch ein bisschen nochmal zu deinem marianischen Modell, Barbara. Also ich hatte ja gesagt, es sei hier und da habe Historisierung auch von Barthes begonnen und das leisten wir ja bis zum gewissen Grad hier heute Abend auch. Und ich glaube, gerade was den Zusammenhang von Theoriebildung und sagen wir mal Lust und Sexualität angeht. Das ist natürlich ein sehr spezifisches Phänomen, das findet man bei Adorno auch. Für Adorno ist die ultimative ästhetische Erfahrung ist orgasmisch. Es gibt solche Momente. Und ich habe neulich eine ganz kluge Arbeit von einer Kollegin aus der Schweiz gelesen, die festgestellt hat, dass das tatsächlich eine Obsession der 68er ist, die bis zu Barthes Lust am Text geht und danach abebbt. Sodass wir es vielleicht da auch mit einem Phänomen zu tun haben. Auch für den Kulturkreis durchbesprochen. Und das würde ich auch sagen. Aber ich glaube, dass man sich auch überlegen muss, wie es zu dieser, sagen wir mal, diesem Zusammenhang von Text, Theorie und Lust hat kommen können. Da gibt es sicherlich eine ganz lange Tradition, aber in dieser Arbeit hat mir sehr eingeleuchtet, dass das das geht so bis so Reich zurück und hört mit Barthes auf, aber das ist, spielt für alle eine Rolle. Und ich glaube, ich will das damit nicht wegreden, aber sagen, die Emphase sollte dann vielleicht doch auch mal gelegentlich von einer Historisierung oder könnte begleitet werden. Oder trete ich dir damit zu nahe? Nein, um Gottes Willen. Also wir blicken auf dieselbe Materie aus verschiedenen Seiten. Und ich glaube, dass dieses Nachdenken darüber abgerissen ist am Ende der 70er Jahre, dass man das nicht mehr haben wollte, dass man sich jetzt zurückbesinnt auf die Materialität des Signifikanten. Das ist jetzt keine Neuerung, aber ob das jetzt methodologisch satisfaktionsfähig heute präsentiert werden könnte, das kann man eigentlich nicht sagen. Nee. Es gilt das Kuriosum, genauso wie Deleuze-Guattari, das waren Sachen, die damals, vieles von Lacan, damals war das hoffähig, aber auch nur in bestimmten Kreisen. Jetzt gilt es darum, wie du richtig sagst, es historisieren, aber möglicherweise auch bestimmte Denkanstöße aufgreifen, auch vielleicht mal eine Literaturgeschichte oder eine Einführung in die Literaturwissenschaft umzuschreiben, pluraler zu machen, offener zu machen für diese Phänomene, eben nicht nur eben auf dem Schriftsinn, auf der Literalität zu bestehen, sondern die anderen komplexen Dinge mitzuführen. Und das muss nicht in der orthodoxen oder absolut konformen Weise geschehen. Das kann auch in einer bunten und interessanten Weise geschehen, die jeden, der neu in die Literaturwissenschaft kommt, erstmal einlädt, da auch eine Weile zu verbleiben. Ne? Historisierung. Natürlich ist die Frage der Lust nicht eine Erfindung der 68er, sondern das steht bei Aristoteles. Die Hedonäe ist das Entscheidende, um das es geht in der Tragödie und in der Dichtung überhaupt. Das bedeutet Lust, wenn ich das richtig übersetze. Schon korrekt. Bitte? Richtig. Die Frage ist eher, auf welche Weise ist, sagen wir mal, zwischen Wilhelm Reich und dem späten Deleuze über Lust geredet worden. Und das, was Jürgen zu Anfang zitiert hat aus der Lust am Text, dieses ich lasse mich ablenken, ich gucke mal, was der Vogel sagt, ich
Also, ja. Franziskanisches Lesen. Wir sind schon beim lazarenischen Lesen. Das gibt es das franziskanische Lesen. Für das bin ich aber da nicht verantwortlich. Das präsemiotische und so. Nee. Das waren ja die großen Mythen, könnte man jetzt fast wieder historisierend sagen. Genau. Polylog, Christeva, das war das präsemiotische Dispositiv, ist es, glaube ich. Und bei Barth eben ist es das Prägenitale. Also freudianisch gesprochen ist die Art und Weise, wie er hier Lust beschreibt, die Polymorph-Perverse des Prägenital, der prägenitalen Sexualität. Und deshalb bleibt das alles so ein oberflächliches Getan. Es ist ein Tand und wird so durchgetandelt. Noch einmal Goethe. Sie haben es angefangen, jetzt hören wir auf. Ausgerechnet. Ja. Und wenn wir jetzt mal Benjamin dagegen halten, was hat Benjamin für eine Lesehaltung? Und man muss das jetzt wirklich auf dem Literalsinn sich vorstellen. Der sagt, Lesen ist sich versenken. Das ist eine ganz deutlich phallische Konzeption des Lesens. Und da wird der Text ernst genommen. Da ist der Text ein wirkliches Gegenüber. Und bei Barth, ich mache den Advokat des Diabols, bei Barth, der redet nicht über die Texte, sondern über den Texten. Das kann er sich leisten, und das ist vielleicht der entscheidende Punkt, das kann er sich leisten, weil er eine klassische humanistische Ausbildung hat und er weiß, wie man über Texte eigentlich zu reden hat. Und deshalb war das damals, das war ja das Stichwort und ein weiterer Mythos der Zeit, deshalb war das damals subversiv. Dietmar Kampfer. Das verstehe ich jetzt nicht genau. Fallisch ist realistisch und richtig. Ich sage nicht, ich habe nicht richtig gesagt. Versenken ist ernst. Vielleicht, ja. Also ich... Ich habe nicht gesagt, dass das ernst ist, sondern dass das zwei verschiedene Konzeptionen sind. Ja, aber das sich Versenken nimmt den Text ernst und rückt ihm, also kann ihn erfassen, während das Polymorph Perverse an der Oberfläche rum... Sagt ausdrücklich, ich lasse mich ablenken, ich mache, was mir so durch die Birne rauscht und das schreibe ich dann auf. Und das ergibt Fragment d'un discours amoureux, das ergibt die Lust am Text, das sind die späten Texte von Roland Barthes. Aber es gibt doch keine bessere Textanalyse, und ich würde sagen, die ist besser als sämtliche Benjaminschen Textanalysen, I'm very sorry to say, als SZ. Das ist doch eine. Das ist ja davor. Das ist doch trotzdem. Das ist eine gute Lektüre, vollkommen richtig. Ja, und wie hat er das sich jetzt versenkt? Ist er da plötzlich jetzt fallisch geworden oder wie? Ganz offenkundig. Das ist eine Satz-für-Satz-Lektüre. Und das heißt fallisch, versenkend. Ich habe Benjamin zitiert und habe gesagt, das könnte man darf in ich mal Analogie sagen, versenken kommt Polymorph. Aus dem mythischen Textlektüre, nämlich die auf den Anagogikus aus ist. Das heißt nämlich das Ruminare, das mehrfache Nachlesen, das nicht am oberen arabesken Buchstabensinn hängen bleibt, sondern das, was sozusagen auf den Anagogikus, das heißt versenken. Das ist das Ruminare heißt Wiederkäuen. Wiederkäuen, ja. Das ist ein ganz anderes Bild. Wiederkäuende Lesen. Das kommt alles aus derselben mythischen Textlektüre. Man versenkt die Nahrung in sich und käut sie dann wieder, aber das meint Benjamin. Versengen ist ein mythischer Textbegriff. Ist ein mystischer, eine mystische Form, eine mystische Form der Lektüre. Genau wie... Also das Gegenteil von anagogisch, katabatisch. Oder? Gut, ich finde, du sollst jetzt mal was in uns versenken. Ich meine Essen. Okay, ja, Eva Gollen, bitte. Jetzt noch mal eine Sache sagen, bevor ich ja. Hier, wenn ich schnattere etwas, deswegen wird die Artikulation ja, etwas beeinträchtigt. Nee, es ist so kalt hier. Ja. Aber man könnte ja den Vergleich aufnehmen. Jetzt hatten wir also Barth und die Minima Moralia und was mit Benjamin aufgerufen ist, das muss ja dann wohl die Berliner Kindheit sein und die Einbahnstraße. Das wären die Texte, das sind eigentlich die ersten Texte, die genau das machen. Und in die Tradition muss man das stellen. Und das finde ich, glaube ich, sehr interessant, denn in der Berliner Kindheit sind es tatsächlich bürgerliche Mythen, um die es geht. Der Mythosbegriff und auch der Traumbegriff spielen eine Rolle. Und wenn man gucken will, was sozusagen das Spezifische von Barth ist, dann ist hinter den Minima Moralia, die auch nun nachmachen, was Benjamin vorgemacht hat, ist eben die Einbahnstraße von, wann ist das, 26. Das sind Posa-Vignetten, die ganz ähnlich funktionieren. Und die sind natürlich alles andere. Als Praxis der Lektüre sind sie natürlich keine
Versenkung. Ja? Und da muss man gucken, ist da was leistet das dialektische Bild, was beispielsweise der Mythosbegriff nicht leistet. Aber im Grunde müsste man den Text nicht isolieren, sondern man muss ihn auch, wenn man ihn historisieren will, in eine Reihe stellen, die etwa bei Benjamin anfängt, zu der Blochs Spuren gehören, zu der die Minima Moralia gehören, eine ganze bis in die jüngste Vergangenheit. Und ich glaube, da sind wir im Augenblick noch nicht, weil wir die Tendenz haben, diesen Autor und diese Mythologie sozusagen eher isoliert zu lesen und nicht in dem Maße zu kontextualisieren, wie Ihnen das heute vielleicht ganz gut täte. Ja, vielen Dank, Frau Gohlen. Vielleicht doch eine allerletzte Frage noch. Glauben Sie denn oder glaubt ihr denn, dass die Gattung, das Sujet, Mythologie eine Chance hat in unserer Zeit? Ich habe mal den neuen Parimatsch mitgebracht. Da haben wir den Mann, der vom Himmel fiel, David Bowie, ist vielleicht nicht jetzt ein geeignetes Sujet für eine aktuelle Mythokritik, weil wir doch viel zu sehr... Doch, klar. Doch, und vor allen Dingen für Selbstmythisierung, wie wir sie gerade auch... Für Selbstmythisierung, vielleicht ist besser der Marlon Brando von der Zeit der letzten Woche. Also vielleicht reizt es den einen oder anderen, eine mythokritische Untersuchung hieran anzuknüpfen. Barth selbst hat das Unternehmen am Ende seiner Tage skeptisch beurteilt. Wir haben heute daran erinnert, in den beiden Vorworten, schon im ersten Vorwort, besonders auch 13 Jahre später im zweiten Vorwort, sagt er, ich kann keinen Text in dieser Art heute mehr schreiben. Das war 1970 zuletzt. Ja. Darf ich dazu noch einen Satz sagen? Ja. Ketzerisch. Ja. Eigentlich schreibt jeder. Nicht nur über diese Dinge, sondern im gehobenen Feuilleton finden wir heute diese Art des Schreibens im Stil der Mythologie an der Tagesordnung. Da kann man die FAZ aufmachen, da kann man die Zeit aufmachen. Die sind nicht immer so raffiniert gemacht, aber das hat sich popkulturell durchgesetzt. Ja? Also um eine raffinierte Mythologie heute zu schreiben, das sind ja alles schon Mythologie, die spielen ja. Wobei ich finde auch Parimatsch ist viel besser als in den 50er Jahren heute. Also das hat mir eine Freundin aus dem Urlaub mitgebracht und ich sagte, ey, wie kannst du? Und dann habe ich das Bild gesehen und war hingerissen. Ja. War hingerissen über das Faszinosum David Bowie. Aber das ist nicht mehr unser Thema heute Abend. Vielleicht ist diese, Sie sagen das, das ist im Feuilleton zu finden, aber vielleicht ist diese Art der Textproduktion tatsächlich so alt wie das Phänomen Tageszeitung. Absolut. In Spanien gab es in der Romantik den Mariano José de Lara. Der hat solche Texte geschrieben, etwas länger als die von Barth, aber keiner ist länger als 10 Seiten. Das sind genau, die haben die gleiche Struktur. Und Balzac nimmt in dem Lucien de Rubempré diesen Typus des Journalisten schon auf, der solche genialischen Feuilletons schreibt und damit berühmt wird. Und ich meine, das ist Literatur. Der Lucien ist, der in den 50er Jahren ist Roland Barth. Das ist auch für die Literatur. Die Literaturforschung zum 19. Jahrhundert hat gezeigt, dass zum Beispiel Städtebilder, die dann wieder in Benjamins-Alman-Straße und in Berliner Kindheit eine Rolle spielen, dass das eine Erfindung des Feuilletons im 19. Jahrhundert ist. Und Stifter hat diese Wiener Bilder, von denen wir nicht genau wissen, welche er gemacht hat, genau in diesem Stil verfasst. Und die kann man genau so lesen. Ja, Katakomben Wiens kann man genau so lesen. Also das heißt, wir haben es mit einer Tradition zu tun, die tatsächlich auf ein bestimmtes Zeitungsmedium zurückgeht und nicht singulär für Barth ist. Und das ist vielleicht ganz wichtig. Ja. Vielen lieben Dank Ihnen allen, dass Sie gekommen sind und mit uns gesprochen haben. Wir gehen jetzt ins Restaurant Romer. Ich würde die Teilnehmer, wo es super warm sein muss, ich glaube, das ist, sind wir euch jetzt schuldig. Ihr habt nur gefroren, seit ihr in Heidelberg seid. Ihr habt nur gefroren. Ihr sollt Heidelberg jetzt von einer ganz liebenswürdigen Seite kennenlernen. Heidelberg zeigt jetzt sein freundliches Gesicht, meine Damen und Herren. Und wer von Ihnen, vor allem Mitglieder aus dem komparatistischen Kolloquium Archäologie Moderne, noch einen Magendrücken hat oder einen Brand, der soll mit uns gehen und jetzt noch feiern zum Abschluss dieses schönen Tages, würde mich freuen, Sie nächste Woche zu den Prüfungen alle wiederzusehen. Meine Damen und Herren, es gibt auch Prüfungen zu diesem schönen Thema. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend und eine gute Nacht. Auf Wiedersehen.